komm schon. Probleme? Die Scheißkiste macht immer wieder Bandsalat. Wenn du willst, können wir uns die neuen Informationen ansehen. Dann zeig mal, was du rausgefunden hast. Hier, bitte. Zwei der größten Drecksäcke weit und breit. Ja, Point Verdun's Lieblingssohn Thomas Burke. Wie geht's ihm seit Dannys Tod? Vor 9 Wochen torkelt Burke in den Feinkostladen von Roman Barbieri alias der Schlachter. Ist total blau, fuchtelt wild mit seiner Knarre rum, schießt 10 Mal auf ihn. Aber was ist das Einzige, das er trifft? So einen verdammten Schinken, der zufällig im Schaufenster hängt. Die Jungs vom Schlachter haben ihn windelweich geprügelt und in eine Tonne gesteckt. Barbieri hat Point Verdun jetzt übernommen, richtig? Hat Burkes Bein mit dem Wagenheber zermatscht. Darum wollte Burke auch bei dem Raubüberfall mitmachen. Er dachte, dann ist er quitt mit Serl und kriegt Point Verdun wieder zurück. Ich fand schon immer, dass er ein Arschloch ist. Ist er auch. Genau wie alle anderen Iren. Aber er hasst Marcano so sehr wie du. Alles klar. Vielleicht kann ich Burke zu einer Chance verhelfen, sich für Dannys Tod zu rächen. Was für eine Hackfresse. Meistens hängt er in so einem Bumslokal rum in Point Verdun. Es heißt Duffy's. Dürfte leicht zu finden sein. Ich hoffe, dass der Knabe die Mühe wert ist. Jo, Bumslokal klingt auf jeden Fall super, wenn du abhaust. Rede mit Burke. Okay. Nehmen wir das so hin. Hä? Wo ist denn jetzt der Ausgang? Oh Gott. Meine Fresse. Ja, kann ich auch noch entlang gehen? Ja. Okay, Bumslokal. Hier, hey, geht's raus. Vorsicht mit meinen Akten, da gibt's ein System. Ja, sorry. Also ab schnell, schnell ab zum Bumslokal. Und sehen wir uns da gleich wieder. Ich bin so schnell gefahren, wie nur eben möglich. Aber das war auf jeden Fall ein ganz schönes Stück. Und hier sind wir im Irish Pub. Sieht gar nicht so aus wie so ein Bumslokal. Vielleicht eher wie eine Resterampe. Aber lassen wir uns überraschen. Okay, ich versuche es mit der Hintertür. Oh Gott, ey, ich bin einfach, ich weiß nicht, was mit meinem Kopf nicht stimmt, aber ich denke irgendwie immer doppeldeutig und ich versuche es gerne mit der Hintertür. Weiblich, versteht sich. Burke. Ist ein Weilchen her. Lincoln Clay. Heilige Mutter Gottes. Jetzt habe ich alles gesehen. Denk, du bist tot. Das höre ich öfter. Was willst du? Ich würde dir gern ein Geschäft vorschlagen. Ja, ja? Ich nehme Marcano vor und seine Brüder und jeden, der mit ihnen was zu tun hat. Ja, und? Folgende Idee. Wenn Barbieri weg ist, geht Point Verdun wieder an dich. Und dann klären wir, was mit dem Rest der Stadt passiert. Hau bloß ab. Ich habe schon mal mit euch Pennern zu tun gehabt. Und was hatte ich davon? Burke, du kannst dich hängen lassen, aber dein Selbstmitleid wird gar nichts ändern. Jetzt hör mir mal gut zu, du gottverdammtes Arschloch. Dannys Leiche war so verkohlt, dass ich mir der Leichenbeschauer nicht zeigen wollte. Wenn einer diesen verfluchten Marcano killt, dann ich. Na, dann hat er ja nicht viel zu befürchten, solange er sich nicht in irgendwelchen abgewarzten Spelunken herumtreibt. Nämlich, du Arschloch. Ich hab mehr Eier als ein Typ, wie du jemals haben wird, klar. Leonard, kreis hier auf und quatsch mich dämlich an. Typen wie du verbissen sich doch sofort, wenn's brenzlig wird. War immer schon so. Und erinnert sich nie. Fahr wie ein Irrer. Du musst Burke überzeugen, dass du es ernst meinst. Rase, fahre auf der falschen Straßenseite von Führer waghalsige Sprünge und mach ihm klar, wie ernst es dir ist. Ach du Scheiße. Rutsch rüber oder ich helf nach. Was glaubst du denn, was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger
oder der Mick? Okay. Irrer kann man wohl kaum fahren. Oh, oh, oh. Bei dem zieht sich mir doch glatt der Schließmuskel zusammen. So eine Scheiße. Ich meine, Irrefahren kann ich ja gut, aber ich schaffe es sogar beim Irrefahren Scheiße zu fahren. Unglaublich. Du machst mich richtig geil, Tierpappe. Gut so, vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung für dich, du hässlicher Vogel. Ich auf jeden Fall irgendwie... Was Eier wie ein Erstklässler? Gerade nicht so, ganz so viele Möglichkeiten, wie ein Begaster zu fahren. Oh, da hinten ist eine Polizeischutzmann. Denke ich zumindest. Aber dort stehen sehr viele Herren. Oder so ein Schwulentreff oder so. Wer weiß das schon. Wow. Meine Fresse, ist aber auch nicht einfach, diese scheiß Fahrzeuge unter Kontrolle zu halten. Also die gehen echt schnell weg. Aber ich meine, ich bin ja auch einfach ein beschissener Fahrer. Oh, was ist das? Schwert? Oh, ich bin das ja Einsatzgebiet. Oh. Ich habe sogar jetzt noch relativ Glück gehabt, dass die Brücke abgesperrt ist, weil ich würde fast behaupten, ich wäre voll im Teich gelandet. Gut, fahren wir hier erstmal wieder zurück. Boah. Ist ja schon gut, schon gut. Ich hab's kapiert, du Bongo-Wichser. Halt hier an. Und jetzt raus mit dir aus meinem Auto. Lass mich erst nüchtern werden, dann komm vorbei. Uns fällt schon was ein. Okay. Schrottplatz. Boah. Wie fast einen der Leute überfahren. Zurück. Erzähl mir was von Barbieri. Barbieri. Er ist ein verdammtes Arschloch. Viel mehr musst du nicht wissen. Du weißt, was ich wissen will, Berg. Streng dich ein bisschen an. Barbieri vertickt seinen Splow. Über die Sweetwater-Distille. Splow? Pantherpisse. Schädelspalter. Fusel. Billiger Sprit. Feuerwasser. Lebst du hinterm Mond? Was für ein Scheiß sauft ihr denn da drüben in eurem Ghetto? Jedenfalls keine Pantherpisse. Dann hast du nicht gelebt. Ich hab die Distille aufgebaut. Und dann kommt dieser Spaghettifresser und nimmt mir alles weg. Und zertrümmert mir noch das Knie. Barbieri soll mir dafür büßen. Hörst du? Verrecken soll er. Langsam. Was hat er noch außer der Distille? Naja, er hat noch das alte Robert-Doe-Schlachthaus. Und glaub mir, da wird nicht nur Rindfleisch verarbeitet. Wenn du da landest, dann war's das. Diesmal mache ich die Drecksarbeit, Berg. Aber sobald Barbieri tot ist, erwarte ich, dass du dich um alles kümmerst. Nein, ich werde noch viel mehr tun als das. Entweder ich reiß die ganze Stadt an mich, oder ich brenne sie nieder. Und ganz ehrlich, ist mir scheißegal, was von beiden ich tue.
A nation, komm schon, once again. A nation, once again. An island long, a province be. A nation, once again. Okay, also ganz ausgenutzt war ja auf jeden Fall nicht. Ich habe einen Verbündeten hinzugewonnen. Fahrzeuglieferung. Du kannst den Fahrzeuglieferdienst anrufen, um dir einen Wagen aus deiner Garage bringen zu lassen. Schalte neue Wagen für dich frei, indem du dich um Marcanus, Leutnants und Capus kümmerst. Okay. Und wir haben einen neuen Story-Auftrag freigeschaltet. Rede mit Nikki Burke. Das ist quasi nur ein paar Meter entfernt, wie wir sehen. Was bin ich denn da? Achso. Das hat sich gerade angehört, als ob da einer hinpisst.